Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Salon Dark im kahlen Zustrom. Ja, im Überlebensmodus. Wir haben die Möglichkeit, nach unten zu gehen. Wir können jetzt hier schon mal ein bisschen was erspähen, aber letzten Endes nach ganz unten klettern werden wir erst machen, wenn wir den oberen Teil erkundet haben. Da vorne ist das Seil. Wir haben jetzt quasi hier die sozusagen die rechte Ecke, wenn wir von der Schlucht kommen, so ein bisschen aufgedeckt, aber es geht ja noch ein bisschen hier rum. Wenn wir uns alles noch in Ruhe anschauen jetzt, müssen aber aufpassen, die Timberwölfe sind da. Ich habe in der Zwischenzeit einen Kaffee getrunken, damit es mit der Ausdauer ein bisschen besser passt, mit der Müdigkeit. Dass wir da nicht sofort nachschauen müssen und direkt uns Gedanken machen müssen, zurückzugehen wegen Schlafen oder so. Ist ein Hirsch. Ja, aber komme ich denn? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich komme doch jetzt auch so runter, ohne das Seil anzubringen, oder ist das jetzt hier ein abgeschnittener Teil? Verstehe, ich verstehe. Es ist schon irgendwie ein abgeschnittener Teil. Küstenbergstraße. Weil so hätte ich gesagt, hey, das macht ja gar keinen Sinn. Warum müssen wir das Seil benutzen, wenn wir doch hier runter gehen können? Aber okay. Macht anscheinend schon Sinn. Interessant. Hat vielleicht der Hunger so schnell. Na. So, dann gehen wir in dieses Lager da rein, was auch immer das ist. Funkturm. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr spektakulär aus. Also gut aussehen tut es alle Male, definitiv. Ja, die Leute, die es natürlich schon gespielt haben, denken sich, ja, das habe ich schon 10.000 Mal gesehen, aber für mich ist das hier gerade neu. Ich sehe es zum ersten Mal und ich finde es cool. Ah, da können wir auch direkt mal gucken. Genau, denn hier in diesem Gebiet ist es ja auch wichtig und interessant, die Batterien dann auseinanderzunehmen. Ich nehme, wie gesagt, erstmal alles mit, gleich können wir alles ablegen. Einfach nur, damit wir alles in einem Behälter haben und dann ein bisschen die Übersicht auch haben. Riegel. Hier wieder aus Prinzip. Eine Batterie. Hier eine Signalpatrone. Am Rücksitz haben wir nichts. Okay, das nehmen wir mit. Hier können wir die Motorhaube nicht öffnen. Kann ich ja, glaube ich, auch im Inventar zerkleinern, oder? Wie war das? Ist nicht auch so mit der Batterie, oder musste ich die so zerlegen? Was war die denn? Und hier in diesem Bereich Aktion zerlegen. 30 Minuten. Ach, eine Bügelsäge. Die wir jetzt natürlich nicht dabei haben. Oh, nee. Ich hoffe, wir werden noch eine finden. Das ist natürlich jetzt ganz großes Kino, keine Bügelsäge dabei zu haben. Ich hab's irgendwie geahnt, dass wir die Bügelsäge noch brauchen werden. Das war die Spekulation, es ist kein Container hier zu öffnen, aber ja, jetzt fällt einem Hau auf so im Nachhinein. Ja, stimmt. Die Batterien kann man ja auch so zerlegen. Wieso sind die Brücken bei der Aschschlucht nicht so gewesen, so wie hier? Hier ist das entspannt. Hier gehst du rüber und denkst dir so, ach, göttlich. Entspannter geht's gar nicht. Nein, wir hatten nur diese arschige
diese arschigen Dinger da, die hin und her schwenken waren und wo du denkst, oh, du fällst jeden Augenblick runter. Funkturm Emil 1. Emil, grüß dich. Schrift, verschwinde. Ich will einen Screenshot machen. Von den guten alten Emil. So, markieren wir es direkt mal auf der Karte. Funkturm Emil 1. Kann man quasi wirklich diesen Abschnitt komplett nur oben machen und der andere Teil ist dann unten. So, erstmal das traditionelle hinterm Haus gucken, nämlich einmal ein Gewehr hinter einem Haus gefunden habe oder so, oder im Laufe der Zeit bin ich immer hinterm Haus am Abchecken. So, gehen wir mal rein in die gute Stube und kontrollieren mal natürlich das ganze Gebäude. Vielleicht werden wir auch hier erstmal die Nacht über verbringen, weil wir die Tasche so voll haben und überhaupt müssen wir mal sehen, wie wir das am besten machen. Das ist doch dieser Kuvichan-Pullover, ne? Das ist doch der besser ist, wenn der repariert ist. Gut, dass wir noch Nähzeug und alles generell noch haben. Hier ist sogar noch mal Nähzeug, umso besser. Können wir uns das gleich mal in Ruhe anschauen. Papier brauchen wir nun wirklich nicht. Ja, zum Zerlegen ist die okay, um Stoff zu kriegen. Um den neuen Pulli zu flicken. Guck mal hier, Revolverpatronen. Da werden wir gut belohnt. Kommunikationsbericht. Reiner, danke schön. Danke für 6 Monate. Und grüß dich. Kommunikationsbericht. Fordere hiermit Freistellung an. Überall Wölfe. Wurde von Marschland an die Küste vertrieben. Alle Maßnahmen zum Raubtierabwehr fehlgeschlagen. Das ist ja das, was wir eben gelesen hatten in diesem Turm. Dass, beziehungsweise da hatten wir das ja schon an der Pinnwand gesehen, dass die Wölfe quasi das Hauptaugenmerk der Kommunikationsaufdeckung da war. Keine Lebensmittel mehr. Werden die Arbeitsbereiche unter dem Turm 12 nach Vorräten absuchen. Und für Sicherheitstüren 154, bitte um Eile. Turm im Sektor 12 ausgefallen. Fernwartung für Automatik-Release. Ausdrückliche Warnung von Raubtieren. Partnerspezialist 81926. Interessant. Das finde ich jetzt wirklich interessant, weil das so ein bisschen ja wirklich die ganze Thematik hier aufgreift. Dass die Wölfe, also die ganzen Raubtiere so über die letzten Bewohner der ganzen Gebiete auch hergezogen sind. Dass nicht nur halt die Kälte das Problem war, sondern auch die Tiere. Das, was The Long Dark ja quasi auch in seinem Spielstil hier auch immer erzählt. Finde ich halt jetzt ganz interessant, diese Info. Ich meine, wir wussten es ja sowieso, aber das jetzt nochmal auf Papier zu sehen, ist halt umso cooler. So, das ist ein PC. Ja, ich dachte gerade erst, das wäre ein Mülleimer oder so, aber nee. So, jetzt sind wir natürlich mächtig überladen. Gucken uns gleich mal alles in Ruhe an. Oh Gott, noch ein Buch. Wir haben eine Menge zu lesen. Ein Stück Stoff. Metallregal können wir eh nicht zersägen, weil wir keine Bügelsäge haben. Verdammt. Diese Bügelsäge. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich hoffe, wir finden noch eine. Wäre sonst echt ein bisschen doof. Okay, ein Stöckchen in der Mülltonne. Warum? Ich gehe auch immer raus, hole einen Stock und wirft ihn in meinen Mülleimer. So random. Ja. Gut, Lampe packen wir weg. Wir sind jetzt hier erstmal im Groben durch. Übernachten konnte der Typ wohl nicht. Ich meine, auf Boden schlafen geht immer, aber der war kein Bettchen. Der nur eine reine Arbeitsabhörstation ohne Übernachtungsmöglichkeit. Wir gucken mal, wie wir das Ganze hier bringen. Die Zeitung kann weg. Wir sind maßlos überladen.
Das hier werde ich zerlegen. Glaube, das ist auch der Code, den man finden muss, um in die Werkstatt zu kommen. Ja, umso besser. Ich habe mir den zwar jetzt nicht mehr gemerkt, ich glaube 154 oder irgendwie sowas. Aber können wir ja dann nochmal nachlesen. So bekam ich die Notiz, ja. Aber gut, dass ich den jetzt schon habe. Erleichtert natürlich nachher die Arbeit. Ja, die Nacht bricht schon herein. Das ist ja, das hatte ich ja sowieso schon gesagt, dass wir wahrscheinlich hier übernachten müssen. Alles deutet darauf hin. Reparieren. Boah, ist eigentlich scheißegal, was wir nehmen. Jetzt nochmal oder ist es zu dunkel? Was stehe ich hier auf irgendwelche Kabel? Bin geschädigt durch meinen Tod damals. Dass hier nachher geomagnetischer Sturm ist und ich stehe hier auf dem Kabel und sterbe dann. Das hatten wir alles schon in der Vergangenheit. Muss echt nicht sein. So, Leute, jetzt können wir uns das nämlich angucken. Wir haben ja die ganze Zeit den Fischerpullover gehabt und hier, der ist einfach besser. Da, der wiegt zwar etwas mehr, aber ansonsten die Werte, er ist halt in jeglicher Hinsicht besser von der Feuchtigkeitsabwehr, von der Luftabwehr und von dem, na, von dem, von der generellen Temperatur, das abzuhalten. Ich würde den anderen trotzdem gerne behalten, wenn wir den irgendwie irgendwann nach Hause bringen könnten, wäre das cool als Ersatz, weil die findet man jetzt nicht so häufig, also auch den Fischerpullover findet man jetzt nicht in Massen. Wäre dann halt nicht verkehrt, das einfach da zu haben. So, diese Hose brauchen wir nicht, die können wir zerlegen. Dann haben wir das jetzt mit der Kleidung. Nein, ach doch, der Pulli ist das, das wir noch im Moment haben. Haben wir das mit der Kleidung soweit jetzt erstmal geklärt. Ja, hier fliegt halt hier und da. Das ist halt unheimlich schwer, die Batterie, ne? Gut, das brauchen wir nicht. Lesen müssten wir halt auch mal in naher Zukunft. Lebensmittel sind halt insgesamt sehr schwer. Alles zusammengesehen. Arbeiten wir uns gerade aber so ein bisschen runter, das ist gut. Dann zurück da lassen, die Batterie gibt auch unten Autos. Ja, werde ich wohl dann auch, wegen dem Gewicht allein schon. Aber die würde ich ganz gerne in den Behälter hinten reinpacken, bei dem Turm. Hier haben wir noch die Tabletten, die können wir dann, wenn wir Wasser abkochen, noch gebrauchen. Ansonsten machen wir hier erstmal unser Nachtlager hin. So, in den Nebenraum geschlichen und dann schlafen wir 8 Stunden. Dann sollte das gehen. Ja, ich will die Batterie ja zerlegen, Rainer. Das geht aber nicht. Ich habe keine Bügelsäge dabei. Das ist das Problem. Sonst wäre das echt gut. Erinnere mich zurück, ein, zwei Aufnahmesessionen vorher. Was brauchen wir denn alles für den kahlen Zustand? Eine Säge. Eine Säge brauchst du nicht. Ja, ich weiß, wir haben jetzt nur nach Containern überlegt oder so, aber Batterien hat man natürlich außer Acht gelassen. Aber jetzt im Nachhinein denkst du dir, ja, toll, die Säge wäre jetzt cool, ne? Es sollte jetzt eigentlich bald hell sein. Ich sag mal 2 Stunden warten. Sollte jetzt eigentlich hell genug sein. Zack, aufheben. Also draußen ist auf jeden Fall hell genug. Hier drinnen eher nicht so. Mal noch kurz Licht an. So. Eine Post, Schadi. Naja. Wird gleich hell. Oh, gleich irgendwann. Bei 58 Kilo ist natürlich schon ein bisschen was. Weißt du was? Komm, ich lege die Batterie jetzt hier einfach ab. Ist halt einfach zu massiv, ne? Diese Batterie ist heftig. Auch
das hier ist halt richtig cool mit dem Funkturm. Beim geomagnetischen Sturm ist natürlich dann umso cooler, dass das dann ja auch alles so vor sich hinleuchtet. Stimmt, wir waren damals hierhin in der Region, ne? Da habe ich ja immer versucht, wie so ein Irrer hier hinten über diesen Damm zu kommen. Und da hinten ist ja dieses ganz kaputte Hafenbeckengebäude. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich so langsam. Es muss aber jetzt auch wirklich mal hell werden. Können wir das hier noch kartografieren? Nein, das geht natürlich nicht. Können wir ein Buch lesen? Ja, das geht. Hier sind wir mal ein Stündchen. Jetzt würde ich das gerne kartografieren. Zack. Klar, wir haben unten schon mal kartografiert. Aber jetzt sieht man es ja nochmal hier bei Tageslicht und allem. Sieht schon cool aus. Dann ist dieser kaputte Leuchtturm, wo ich dachte, wir sind beim Ort der Trostlosigkeit. Ja, das ist noch ein größeres Gebiet. Wir sind ja gerade erstmal, wir klopfen gerade mal an der Oberfläche. Ah, die blöde Batterie, die bleibt jetzt halt einfach liegen. Wir haben ja eh noch Bleiplatten dabei und David sagt auch, unten sind wahrscheinlich auch noch Batterien. Also von daher sollte das nicht das Thema sein. Daran sollte es am Ende nicht scheitern, hoffe ich doch. Generell haben wir sowieso eigentlich vieles schon gesammelt für die Herstellung der Muni. Ja, dann haben wir aber jetzt auch diesen Abschnitt. Ich weiß nicht, haben wir doch soweit alles schon markiert. Nur noch hier hinten links irgendwie, wenn es geht, wenn ich da hinkomme, müssen wir noch untersuchen. Hat ich den Schlafsack wieder aufgenommen? Ja. Ich habe da immer so ein bisschen Panik, dass ich den Schlafsack vergesse. Gut, hier hoch müssen wir so oder so. Da ist ja eine Sackgasse, da kommen wir ja quasi nicht hin, nur wenn wir klettern. Oh, es ist verdammt kalt, sehe ich gerade. Es ist ein bisschen frosty. Das ist doch alles im Rahmen, aber schön ist das nicht. Ach, guck mal hier. Das nehmen wir noch mit. Zack. Burnen wir. Aha. Okay. Okay, liegen so random Ketchup-Chips im Schnee? Warum? Das Fleisch lassen wir liegen, wir brauchen noch keine Gedärme oder so vom Hirsch. Brauchen wir einfach nicht. Ich markiere es jetzt hier einfach auch nochmal. Einfach bei. Oh ja, guck mal, das hat ja ordentlich was aufgedeckt. Grüne Ahornästchen und die Rohrkolbenpflanze. Ich glaube aber, das war ja da, wo wir nicht lang konnten. Ich hätte das Tapsen gehört. Hinten ist ein Hirsch. Machen wir da. Warte mal, ein Dorf, von da kamen wir runter, da oben ist der Turm. Da hinten ist ein Wasserfall. Ah, schauen wir doch mal schnell. Eigentlich sind wir schon wieder am Ende einer Folge, aber ich wollte jetzt eigentlich sicher in den Folgen da oben beim Turm im Stream mal die Ast machen mit dem Bücherlesen. Einfach mal ein bisschen Zeit da vergehen lassen, damit wir dann leichter nach unten können. Das hier haben wir anscheinend noch alles gar nicht entdeckt. Hat sich wieder irgend so ein blöder Wolf erschreckt. Hier waren wir noch gar nicht. Ach, guck mal, hier nochmal Rohrkolben.
Den lassen wir liegen. Dann ist auch nochmal Rohrkolben. Muss jetzt nur aufpassen auf die blöden Timberwölfe. Denn die lauern hier auf uns. Gönnen wir uns hier einfach mal eben Tee schnell. Hier noch einen Ort zu markieren, Wasserfall mit Namen, anscheinend nicht. Ich würde es trotzdem gerne markieren. Ja, viel aufgedeckt haben wir jetzt nicht. Gut. Dann müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Ja, von da oben kamen wir. Das heißt, wir können eigentlich schon noch zum Aussichtspunkt. Ansonsten haben wir hier alles gemacht. Der kleine Insta von Wolf rennt wieder weg. Die sind mir ein bisschen zu passiv irgendwie. Das gibt mir ein bisschen zu bedenken. Gut, jetzt eilen wir aber schnell zur Hütte, damit ich das alles zwischen den Folgen machen kann, damit wir in der nächsten Folge da runterklettern können. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Erkunden hier den oberen Teil des kahlen Zustroms. Wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Folge. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.